Hallihallo, einen schönen guten Nachmittag an diesem Sonntag und ich zeige euch mal ein bisschen von oben herab, nicht zweideutig gemeint, den Auslauf, ich sage mal Ablauf dazu. Es ist wirklich so, man kann erst eigentlich ab 15, 16 Uhr, 16.30 Uhr bis je nach Tag am Sonntag dann eher später wieder filmen. Das ist jetzt der Strom nach draußen und das ist der Strom nach innen. Hier geht es dann in die Hallenhalle 1 auf der rechten Seite mit der Galerie und wir kommen noch überall rum als kurzer Nachmittagsquickie, bevor es hier unten wieder losgeht mit Ramazzotti Rambazamba. Da ist eine riesen Showbühne, wir kommen noch überall rum, ich nehme euch überall mit. Jetzt geht's für mich am Scuddy vorbei, der ist aber nicht meiner, hier fahren Scuddys rum. Das sind die Shuttles für die Scuddy Boys. Also man ist ja auch sehr tolerant, wenn man sich auf die Aussteller verlässt, die mit sowas elektrischem rumfahren. Und hier geht's ins Pressezentrum, ich sage immer Pressecafé, Pressetreff, Presse, keine Ahnung, mir fallen da tausend Worte ein. Das ist der Aus- bzw. Eingang Ost. Ihr kennt ihn schon, aber es gibt ja viele neue Abonnenten. Herzlich willkommen beim verrückten Camper Tobi. Der ist gewöhnungsbedürftig und stolz drauf. Ich wiederhole ein Kompliment aus der Live-Sendung von gestern, wo man gesagt hat, der ist sicherlich unperfekt. Und genau das ist es. Vielen Dank für die Akzeptanz. Da haben wir einen auch äußerst sympathischen Kerl. Ihr dürft mal raten, wer es ist. Der Sascha von Wir sind Camper. Genau, was hast du gemacht jetzt? Oh, ich bin zu viel gelaufen, das kannst du ja nicht vorstellen. Ich habe gestern, ohne Quatsch, Leute, könnt ihr glauben, 20 Kilometer gelaufen. Ja, wir haben alle unsere Counter an. Wahnsinn, 20 Kilometer durch die Hallen gelaufen. Nur damit wir euch so viel wie möglich zeigen können. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich möchte am Sonntagabend, also wir haben ja jetzt noch volle 7¼ Tage. Ja. Und das erholt sich dann auf einmal. Kriegst du den Düserich und dann willst du eigentlich nicht mehr nach Hause am letzten Tag. Weil du gewöhnst dich dran. Aber der Takt, den wir alle machen, der ist heftig. Der ist schon hoch. Der ist echt hoch. Also kriegst du auch Schulterklopfen für das, dass du ständig im gleichen Alter halten bist. Termine machen, abchecken und jetzt kommt's erst, Dicke. Du, ich habe überlegt, ob ich für mich ein Jahres- oder Messeschlussbericht mache am Sonntagabend. Ja. Ich habe mal ein paar Sachen. Wie viel Gas du verbraucht hast, wie viele Kalorien wir gelassen haben hier. Wie viele Klicks wir bekommen haben, wie oft der Pizzadienst da war, dass die Leute mal sehen, die Zahlen, das diese Details zu erwähnen. Wir könnten ja dann mal machen, auch vielleicht mal auswerten, wie viele Kilometer sind wir gesamt gelaufen. Ja. Das ist so dumm. Und ich schlage hiermit vor, es gibt ja Awards und über die freut sich jeder. Ich gehe gestern hier über Affinity. Ja. Überraschend am ersten Tag hier den geilsten Ding bekommen, haben alle gut gearbeitet. Wir lieben dieses Teil, die Truppe ist auch das geil ist dahinter. Der Hammer. Das ist der absolute der Magnet. Ein einzelnes Auto da vorne nach dem Fiat stand in der Halle Ost. Da haben wir das gefilmt. Ja. Mega, gell? Die Aufregung drum. Ein Sidebett-Grundriss mit einem französischen Bett. Da hätte jeder gesagt, der vorher gehört hätte davon. Nee. Aber das ist richtig innovativ. Gelöst. Super gelöst. Ja, wie gesagt, wir machen uns auf die Jagd nach allen Neuigkeiten. Fahrzeugtouren dann für mich oder auf meinem Kanal dann eher ab morgen. Und jetzt gibt's lecker Kaffee. Oder was machst du? Geh mal. Wir müssen kurz was nachkippen und wir hören uns dann bald wieder. Kleine Pausen. Pausen? Egal. Tausend Pausen sind uns gegönnt. Servus. Mach's gut. Eingang Ost, der liebe Sascha von Wir sind Camper. Tschüss an den Olli, der ist jetzt wieder auf Reisen. Und schönen Gruß an alle. Servus, ciao. Out. Like da lassen. Und jetzt bin ich raus. Wo ist aus? Dann sind wir raus.